Thun bleibt zu Hause weiter ungeschlagen, gewinnt gegen Stade Nyonne 4:1. Gewinnen. Heute sieht das zu Beginn anders aus. 6. Minute. Dos Santos, Kone, Tor. Frühe Führung für den FC Thun. Kodo Kone, 7. Saisontreffer für ihn. Stade Nyonne aber unbeeindruckt, spielt hier gut mit. Busset. Gomi stellt da seinen Fuß rein und das erfolgreich. Ausgleich. Christian Gomis. Matic auf dem falschen Fuß, kann so nicht mehr reagieren. 2. Halbzeit. Nios Petti mit einem kapitalen Fehlzuspiel. Thun reagiert sofort. Daniel Dos Santos. Naja, weiß er auch, dass da mehr möglich gewesen wäre. Thun offensiv nun wieder aktiv. Foul? Nein. Tor? Aber ja, 2:1. Daniel Dos Santos. Dieser Dos Santos, der paart Gedankenschnelligkeit mit der nötigen Technik. 2. Scorerpunkt am heutigen Abend. Nyon ist ein cooler Aufsteiger. Die trauen sich was zu. So, richtig gute Möglichkeit. Karim So. Ein Dämpfer für Nyon dann aber in der 81. Minute. Conta Gaia, der holt sich gelb-rot. Der Captain muss runter. In Überzahl gelingt Thun die Entscheidung. Bertone auf Tockenburger, 3:1, 91. Minute. Und zum Abschluss wird es noch chaotisch. Rot für Nyon-Trainer Christophe Gachilly wegen Reklamierens und gelb-rot für Leonardo Bertone wegen Foulspiel. Wäre eigentlich genug für eine ganze Partie, aber da folgt noch was. Das 4:1, Marc Gutbub, Schlusspunkt. Jetzt aber wirklich.